Typisches Bild, 911, 70er Jahre, ein Reimport USA. Man sieht hier Öl, Verharzungen, Verkrustungen und so weiter. Trockeneis ist hierfür ideal geeignet. Das hier ist eine typische Ansammlung von Straßendreck und Schmodder. Hier wird man sehen, dass der Tank am Schluss eigentlich eine bronzene oder sagt man, kupferne Farbe haben würde. Sowas kommt sehr schön raus. Also der Bereich wird schön und das lohnt sich dann auch in dem Fall. Speziell am 911er machen wir Pauschalpreise, das heißt die Arbeit als komplettes Fahrzeug, Unterboden, Radhäuser, Motor von unten, Motor von oben, kalkulieren wir mit ca. 800 bis 1000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Solche Arbeiten wie das Einpacken und das Pflegen des Fahrzeugs nach dem Trockeneisreinigen sind natürlich inklusive. Im Vorfeld habe ich natürlich den größten Effekt am Öltank versprochen. Das konnten wir auch halten. Man sieht, dass er wieder seine Ursprungsfarbe hat. Das heißt, der Bereich ist sauber. Man sieht, man erkennt auch den Motorblock mit seinen ganzen gelbverzinkten Teilen. Sowas bleibt auch erhalten. Und das sind die Hauptvorteile vom Trockeneis. Das heißt, solche Bereiche sind klar sichtbar. Und in der Art und Weise ist es eine klare Aufwertung von Ihrem Fahrzeug. Das heißt, hier kann der Kunde, der Restaurator, der Käufer ganz klar erkennen, mit was er hier zu tun hat. Das heißt, welche Macken, welche Defekte, welche Schwierigkeiten in der Restauration jetzt noch kommen werden. Und deswegen behaupten wir, dass Trockeneisstrahlen ein Instrument der Bestandsaufnahme ist und sein sollte und in der Regel in einer Step-by-Step oder in einer Teilrestauration der erste Schritt überhaupt.